Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Skyrim. Von Skyrim und ja. Er sagt ja letzte Folge. Was letzte Folge da? Natürlich, ich habe ja erst einen rausgebracht, dass sich unsere Wege trennen, dass wir uns lieber aufteilen sollen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal nicht den Weg, sondern gehen jetzt einfach mal hier lang. Mal gucken, was uns so widerfährt. Hallo? Ich will auch den Bogen, so. Ah ne, ich schieß mal lieber nicht. Ist das ein Wolf? Nee. Ein Fuchs? Ey, was? Wenn das nicht getroffen war, dann weiß ich auch nicht. Freunde. Hallo? Bist du eine Jägerin? Hallo? 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 Wahrscheinlich geht's gerade nicht. Weil es gerade dabei ist. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ja, ja. Hier wird ja dieses Teil da oben, die Map ist das ja. Wenn ich mich jetzt drehe, ist vor mir immer zum Beispiel dieser Pfeil ist dahin, wo die da, wo die Quest ist. Und hier sind halt Minen und so. Und hier scheint mir auch eine Mine zu sein. Und da laufe ich jetzt auch mal hin. Mal vorsichtig probieren hier rum. Oh. Greifen die gerade Hardware an? Der schafft das schon, der gute hat da. Aber die greifen auch, also sind auch auf der Karte. Aber ist mir jetzt eigentlich relativ egal. So. Okay. Hallo? Hallo? Der backt bei denen gerade ziemlich rum hier. Die wissen nicht wohin. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo der Eingang zur Mine ist. Ist hier nicht irgendwo ein Eingang? Hä? Hallo? Oh, fick dich! Fuck you. Ah, die spacken mir rum. Die greifen mich nicht an, seht ihr ja. Interessant, interessant. Wirklich sehr interessant und ja. Hier Wolfspelz nehme ich mit. Noch ein Wolfspelz, ein Traum. So, Fertigkeiten, bla. Jetzt schleiche ich mich mal ran. Vielleicht ist da ja irgendjemand. Bei so Minen, vielleicht ist da ja manchmal was. Vielleicht irgendwie. Wer hat mich denn da. Wie kann der mich denn jetzt entdecken, bitte? Ich bin doch richtig gut getarnt. Ich sehe ihn nicht. Wo ist der? Da. Ist das aber eine Überraschung? Ey, geh weg! Junge! Ich kann auch anders! Ich kann auch. Weg! Ich hab gesagt, weg! Weg da! Nein! Scheiße, war das schlecht. Hallo, nein, war falsch. Ich zieh euch bei lebendigem Leib die Haut ab. Der ist ja nicht nett, bei lebendigem Leib die Haut abziehen, ist schon eine Unverschämtheit. Ach, wir bluten? Oder haben wir auf jeden Fall Blut? Von wem ist das, weiß ich gar nicht. Fellrüstung. Oh, hier. Pelzschild. Nee, wir haben ja hier die Blitze. Oh, ein Fuchs. Nehme ich das Fell doch gleich mal mit, ne? Wir dürfen ja nichts stehen oder liegen lassen. Und jetzt ist das Problem, wir haben keine Pfeile mehr. Ist das? Ach. Wollten uns wohl jemand eine Falle stellen? Ein rauer Wulstling. Ist ja nicht gerade. Stirb.
Ja, ich bin eigentlich auch dumm. Mehr habt ihr nicht. Ich bin zu gut. Tut mir leid. Ihr müsst euch leider mit einem anderen anlegen. Aber bei mir habt ihr keine Schnitte. So, nehme ich mal. Kann ich bestimmt alles verticken. Für gutes Geld geht das doch immer, wa? Das geht doch alles. So. Ach, der raue Wulstling gibt's da noch. Ein Traum. So, was gibt's hier noch Schönes? Ein Geldbeutel, oder? Ja. Nochmal ein rauer Wulstling. Auf zwei habe ich diese Axt, ne? Hallo? Da ist der Hebel. Schnauze! Oh, wow, da kommt er ja schnell. Eisen zwei Hände, interessant, interessant. Nehme ich mal mit, verticke ich, aber ich glaube, wir bleiben hier so bei einhändig, weil kann man noch mal Giga zu nehmen, das finde ich eigentlich ein bisschen praktischer. So. Altowein. Wow, wir müssen natürlich hier mal in die Höhle rein, ne? Es ist ja klar, man darf hier die guten Sachen nicht einfach liegen lassen und die bösen Banditen müssen wir auch auslöschen, ne? Ist ja klar. Ist hier jemand? Hallo? Rauer Wulstling. Davon gibt's ja viele. Ist das oh. Aber... Ja. Schaut so. Stufenfortschritt. Machen wir erstmal Magie. Da musste ich gerade noch was machen. Zerstörung, Flammen nehmen wir. Zack. Jetzt mal. So. Und dann nehmen wir, was nehmen wir denn dann noch? Ich glaube, Flammen nehmen wir mal. Vielleicht ist es effektiver. So. So. Ah, nee, den lasse ich ihm mal. Einen guten Streitkolben. Eisen Zweihänder der Ermüdung verursacht 5 Punkte Ausdauerschaden. Auf alle Fälle nehme ich das mal mit. Nehme ich alles mal mit. Die hier lasse ich mal da. Hellsehen. So. Durchsuchen einen Sack. Interessant. Was ist hier noch? Ein Eimer. Kann bestimmt reinkacken. Ist natürlich auch ein Traum. Ist da jemand? Ja. Hallo. Ach, so weit gehen wir. Ist das schon alles? Ja, ja. War mein Plan. Aber so wie es aussieht, habe ich dich ja auch damit erwischt. Oh. Stahlstreitkolben ist, glaube ich, besser, ne? Ja. Dann nehmen wir den doch. Wir wollen ja auch gut Damage machen. Ist zwar nur ein Schaden mehr, aber wer weiß, ob das was bringt. Oder wie viel es bringt. Packen wir mal da. So, und dann nehmen wir... Wo ist das denn jetzt? Hier. So. Dann nehmen wir auch 3. Nee, den wollte ich eigentlich nicht. Wir nehmen dann... Stahlstreitkolben. So. Und dann muss ich hier noch was machen. Entschuldigung, Freunde. Die packe ich dann weg. Die auch und die auch. So. Und dann mache ich den hier. Der kriegt dann die 2. Und der kriegt die 3. Sehr schön. Man muss ja auch immer schön schnell zugreifen können darauf. Was gibt's hier noch Schönes? Leichte Rüstung schmieden. Lese ich jetzt nicht alles. Nehmen. Kann man auch mal verticken, war wert 70. Ist, denke ich mal, relativ viel. Die Eisenbarren nehme ich mal mit. Wer weiß, wofür man es braucht.
Oh. Ein Geldbeutel. Wo kommt die denn jetzt her? Ach, hat mich sowieso schon gesehen. Dann mal Angriff. Lassen. Ach, hallo. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ja, du auch. Na, ah. Ah, Entschuldigung, Kampf mal kurz stoppen. Ich muss mal kurz in die Taschen von ihm gucken. Oh. Ja, ja. Oh, da ein gezielter Treffer auf die Seite. Da fliegt so fast die Brücke runter. Ein Traum. So. Scheint ja nichts Gutes hier zu sein. Neue Stufe mache ich mal. Blablabla, bla, bla. Wenn du eine Stufe aufstellst, musst du dich entscheiden, ob du Gesundheit, Magicka oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Gesundheit, blablabla. Bla, bla. Ich glaube, wir nehmen Magicka. Und dann verbessern wir doch gleich mal einhändig. Wenn es das gibt. Ja, da ist es. Dann machen wir hier... Ah, ist egal, als erste die Einhandwaffen verursachen 20% mehr Schaden, ist ein Traum. Oh. So. Bisschen hier, ein bisschen an die Knochen laufen, dann gibt es schöne Geräusche. Die mag doch jedermann. Ja. Das haben wir abgeschlossen, ne? Ich kann noch schnell zugreifen. Wie geht das denn? M, ne? So, Weltkarte. Flusswald. Und da ist er jetzt... Ach, da ist er jetzt auf der Karte. Und da ist es schon abgeschlossen, weil wir da alle Banditen umgebracht haben. Das ist gut. Ja, weiter geht die Reise. Ach, Distel. Nehme ich mal mit. Da trägt einer Holz. Sind ja schon alle gut am Arbeiten. Ist ein Traum. Hallo? Onkel Alvor, hallo! Ach, da ist der Hadvar. Was macht ihr hier? Der ist aber sehr langsam. Beurlaubt? Ist das ein Schmied? Steckt den Laden nicht was habt ihr zu verkaufen? Klingen, Helme. Ist der Alvor. So ziemlich alles, was ihr da braucht. Da sollten wir eigentlich hingehen, aber ich verkaufe erstmal. Ich sag gar nicht hallo, ich sag sofort, was habt ihr zu verkaufen? Ist zwar unfreundlich, aber ist jetzt auch egal. Hier, komm, kriegst du schöne Sachen von mir. Kannst du alles für höhere Preise verticken. Jetzt ist das hier 13 Schaden und das 12. Aha. Interessant, interesting. Waffen, was hast du denn so an Waffen? Jagdbogen. Nee, interessiert mich alles nicht so. Kleidung gibt es auch noch ein bisschen. Eisenschild, bla 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 bla. Und ich glaube, ich nehme mal so eine räudige Rüstung, nicht so eine kaiserliche. Verkaufe ich mal alles. Weißt du was, da nehme ich mal so, hier, oh, Eisenhelm nehme ich. Eisenstiefel nehme ich auch. Gibt es hier vielleicht auch rein theoretisch eine Eisenrüstung? Kaiserliche Stahlpanzerhandschuhe. Stahlrüstung. Aber ich glaube, wir haben kaum Geld dafür, für sowas. Ich glaube, dann kaufe ich mir die Fellrüstung hier wieder. Und nehme mir dann noch, was habe ich denn jetzt alles? Ich muss mal kurz gucken. Zack, zack, zack. Ja, dann kriegst du... Was brauche ich denn da noch? Dann brauche ich noch Handschuhe. Welche Schwierigkeit? Was auch immer ihr... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Gehe ich nochmal... Da brauche ich noch Handschuhe. Das wären dann in dem Fall diese schönen hier. Dankeschön. So. Und dann hier. Bis zum nächsten. Was nee, ich... Hier, habt ihr Vorräte, Klinge? Die ich dem könnte? Vorrat nehmen wir mal gern. Natürlich. Nehmt euch, was ihr braucht. Dankeschön. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Eisenbarren nehme ich, goldene Halskette auch.
Silberne Granatring auch. Tunika mit. Oh, Zaubertrank der Heilung nehmen wir auch. Dankeschön. Ein Drache hat Helden angegriffen und zerstört. Hatwa und ich sind zusammen entkommen. Was? Ein Drache in Helden? Ja, ja. Das erklärt, was ich vorhin sah. Aha. Etwas flog das Tal hinunter. Oh. Von Süden kommend. Oh. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Es war ein Drache. Hatwa wird es uns bestätigen. Ein Drache? Hier im Himmelsrand. Was ist nur los mit dieser Welt? Erst der Krieg, jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Ja. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Sprich mit dem Jarl von Weißlauf. Ja, komm, machen wir. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Nee, ich brauche nicht zu essen, oder kann man verhungern. Ich glaube aber nicht, oder? Aber was haben wir eigentlich noch zu verticken? Goldene Halskette. Hier könnten wir. Ah, komm. Gibt's hier vielleicht noch was in anderen Laden? Was ist das hier? Schlafender Riese hört sich an wie so ein Gasthaus oder so. Flusswald-Handelskontor, ist das Richtige? Die nehmen doch bestimmt alle. Einer von uns muss etwas tun. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was... Was habt ihr jetzt verkauft? Werft einen Blick darauf. Ja, dann verkaufe ich hier, ne? Soll eine Halskette? Eine Wiezenrobe? Bla, bla, so. Sonstiges haben wir hier noch... Ah, ne, kriegen wir nicht viel. Aber Fuchsfell, ja, ne, verkaufe ich auch nicht. Hier, winziger Seelenstein leer, ja, komm, verkaufen wir. Ja, komm, das nehmen wir einfach mal so. Ist etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ja, bringe die goldene Klaue in deinem Besitz. Was machen wir jetzt zuerst? Ich denke mal, Soldaten ist wichtiger, ne? Dann laufen wir erstmal dazu Weißlauf. Und holen uns und fragen mal nach Soldaten. Kann man sprinten, ja, ne? Ah. Hey. Hier wird es wahrscheinlich zum Ölsturz-Hügelgrab gehen, ne? So, denke ich mal. Und hier sind ja auch ausgeschildert. Helden. Windhelm, Weißlauf. Ja, bringt das was, den zu töten? Ne, ich lass ihn mal. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind die Wölfe? Ich habe hier gerade was gehört. Was geht denn da für ein Trupp? Interessant. Hallo. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Gefangenen befreien. Nichts tun? Soldat der Sturm. Ey, komm, Alter. Befreien und Gegenstände aufteilen. Gefangen. Nichts Wenn tun. Ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches ein. Unfrick Sturmbürger. Ey, komm, sei mal nicht so aggressiv, Junge. Nein, Junge, ich will mich da nicht im Aufstand der Sturmmittel anschließen, als ob, Alter. Dieser komische Ulfric Hammel da, der war mir schon komisch genug. Konnte noch nicht mal reden, der Junge. Mit seinem komischen Tuch vorm Mund, ey. Okay.
Tralala. Was ist hier das, wo wir jetzt hinkommen? Honigbäuerei entdeckt. Interessant. Ach, ist das schön. Da hinten ist noch eine Mühle, da gehen wir auch mal kurz hin. Oh, was bewegt sich denn da? Ist das ein Riese oder was? Den töten wir doch mal. Oh. Hallo. Was? Hä? Das war euer Riese oder was? Was wollen die? Hä? Warte, da gibt es sich Magie und dann gibt es doch hier Kräftestimme des Kaisers. Das brauche ich gerade, Alter. Seid so gut wie tot. Ein Kampf. Okay, sind nicht mehr aggressiv. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jovaska und werdet ein Gefährte. Aha. Bis zum nächsten Mal. Guck mal, was der Riese so gedroppt hat, ne? Ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Alter Schwede. Ich bin es leid, den ganzen Tag nur zu reden. Es ist ja... Wie viele Quests kriegt man denn da sofort, ey? Haben wir jetzt irgendwie schon die dritte oder vierte aufgedrückt gekriegt, ne? Aber macht man doch gerne. Wir wollen ja die ganzen Quests und die ganzen Probleme lösen. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Ja, bis jetzt habe ich kein Geld für sowas, glaube ich. Was waren hier noch? Bergblume. Noch mal eine Bergblume. So. Hallo. Geht's dir gut? Ja, ne? Denke ich schon. Na komm, wir sprinten mal wieder. Das vergesse ich irgendwie die ganze Zeit. Aber was will der denn jetzt? Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald bietet den Jarl und Beistand. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. So. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Ich habe hier einige gute Stücke, aha, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Komm mal, da habe ich keinen Bock drauf, Mann. Ach, da sehe ich doch schon, so ein großes Gebäude. Dann sprinte ich doch gleich mal hin, nehme eine Beine in die Hand und sprinte, was das Zeug hält. Hüp, 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 hüp. Ein königlicher Drache und gestalte dieses... Helgen soll von einem Drachen erwischen. Sieht ja richtig gut aus, die Statue. Dass die mich immer so voll... Dass die einen immer so voll labern, ne? Guck. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen... Ich denke mal, das können sie doch den ganzen Soldaten erzählen. Die sind doch genug. Und allen dahergelaufenen Leuten, die da mal ihre Ruhe haben wollen und irgendwo hin wollen, kommen sie sofort an und erzählen ihm da jeden Scheiß. Gar nichts. Was will die denn? Mein Herr, bitte.
Dies ist nicht die Zeit für diese ganze Aktion. Da kam ich wirklich durch. Ich bin der Ansicht, ich für eine Bewacherin. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrove empfängt keine Besucher. Wer ist das? Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Kümmert euch nächstes Mal um Aviniki. Wer ist das? Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Ich habe ja nichts gemacht. Ich wurde einfach aber mitgenommen. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Der Drache hat Helgen zerstört. Und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davon flog. Bei Ismir. Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Der Jarl wenn von dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht. Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, da haben sie doch schon mal einen Drachen. Schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Dunkel. Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Ein Traum ist hier. Das Dankeschön. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Stalus. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Weißt du was, da mache ich mal kurz. Ach, wie sehen wir überhaupt aus? Wir sehen doch bestimmt richtig geil aus. Hallo? Hallo? Hohoho. Das gefällt mir. Wir sehen aus wie so ein richtiger Killer, Alter. So ein Killer, der noch was hinkriegt. Aber weißt du was? Nee, machen wir doch gleich mal. Fellrüstung hat 25, die 34 nehmen wir auf jeden Fall. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Ja. Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ja, klar. Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ist ja, das ist doch die, dieses Ölsturz-Hügelgrab, da sollen wir doch auch hin für die Klaue. Das passt doch dann. Könnt ihr mir etwas über das Ölsturz-Hügelgrab erzählen? Das ist mir eigentlich egal. Ja, das machen wir doch, ne? Auf haben wir die Quest jetzt schon gekriegt? Bringe die... Ja, ja, ja. Sturz-Hügelgrab mit. Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Und ich sehe schon, ich nehme gerade wieder schon 29 Minuten auf. In 20 Sekunden schon wieder 30 Minuten. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf zum Ölsturz-Hügelgrab. Und ja, die zweite Folge hat wieder ziemlich Spaß gemacht. Würde mich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich über ein Abo. Und ja, wir sehen uns zur dritten Folge von
Let's Play Skyrim.